Schön, dass du da bist. 1, 2. Lass uns ins Taxi setzen und eine Runde durch die Stadt fahren. So, und du kommst aus Hannover, ja? Ich komme aus Hannover. Ja. Und warst gestern beim Spiel? Hannover 96 hat immer noch kein Heimspiel gewonnen, aber ich habe mir das gestern mal gegeben als 96. Ja, Fan ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber man kommt halt aus der Stadt, man kann sich ja einen Verein ja nicht aussuchen. Interessierst du dich auch für Sport? Nee. Aber also wenn Deutschland Weltmeister wird... Ja, dann bin ich auch dabei. Dann, das meine ich doch, so ein opportunistisches Deutschland-Fähnchen ist dann auch schon mal dabei. Ja, absolut. Das gefällt mir. Jetzt, Bettina, die Frage erstmal, was machst du beruflich? Deine Fachbezeichnung, wie heißt das denn? Man muss ja einen coolen Titel haben. Ja, das hat einen coolen Titel. Ja, Executive Coaching. Executive Coaching. Okay, was macht ein Executive Coacher? Executive Coaching ist ein Riesenfeld. Im Coaching geht es darum, Raum und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, damit der Kunde seine Lösung selbst generieren kann. Was machst du dann genau in Hannover auf der 22X? Das ist der coolste Messename aller Zeiten. Die 22X ist die Nachfolge von der CeBIT, jetzt mit Fokus auf den Mittelstand. Und ich bin ein absoluter Fan immer von der CeBIT gewesen. Ja. Warum? Was war das Schönste an der CeBIT? Das Schönste an der CeBIT war eine Woche Familienfeier. Weil man alle gesehen hat und man sich immer wieder in Hannover getroffen hat. Ich stehe für Hannover. Ich kann Hannover als das tolerante, weltoffene, vom grünen Bürgermeister regierte Stadt in Deutschland hier anbieten. Und wir haben ja schon mehrfach messemäßig, die Anbindung ist so gut, wir sind infrastrukturell gut aufgestellt, alles ist da. Jetzt musst du aber den Leuten sagen, warum die Executives genau hinkommen sollen. Wir sind heute in der Lage, uns alle möglichen Lösungen übers Internet reinzuziehen. Dafür brauchen wir keine Messe und keine Ausstellung. Wenn ich aber verstehen will, wie jemand eine Lösung anwendet, was er damit machen kann, dann brauche ich einen Erfahrungsaustausch. Dann brauche ich Netzwerke. Und das bietet die 22X mit unterschiedlichsten Formaten. Und jetzt brauchen wir einen Slogan. Ein Satz. In einem Satz. Warum sollen die Leute herkommen? Für den Erfahrungsaustausch. Lass ich gelten. Bam. Entschuldigung, wir dürfen hier parken. Wir haben eine Genehmigung. Vielen Dank für das Gespräch. Und toi, 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 wir sehen uns im März in Hannover. Freue mich auf die 22X. X don't give it to ya.